Yay! Wie hieß die denn nochmal? Ah ja, die verlorene Stadt von Tolvir. Genau, ja. Das war noch Zeiten. War das echt? Das stimmt, das war Kataklysm. Richtig. Ich glaube, unser Tank ist nicht da, oder? Tobi. Der sagte eben, ist kurz AFK. AF Klo. Stimmt, ja. Schaffen wir irgendwas hier alleine? Nö. Okay. Also nicht, dass ich wüsste, wir müssen. Wir können ihn auch hochschießen. Auf den Heiler. Auf den Heiler, ja. Ja, im Grunde könnte man Tobi hochschießen. Er muss nichts machen zum Tanken, oder? Ja, okay, das hält nicht so lange, ne? Stimmt auch. Und auch, wenn die Schildkröte tanken würde, ist der Heiler nicht drauf vorbereitet. Vor allem hat er sowieso gerade umgeskillt. Der hat noch keinen Mana. Kenny. Mana wird überbewertet, haben sie dem Hunter auch irgendwann weggenommen. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo er als Hunter Mana hatte? Oh, episch. Das war Wahnsinn, so, wo man noch den Dudo um um Anregen gebeten hat. Ja, ja. Geht denn jetzt? Tankt er oder was? Oh, okay, also, tankt er halt. Dann tankt er halt. Und er wäre aber fast gestorben. Ach, der hat doch irgendwie Bubble. Ja. Aber als Heiler hast du nicht so viel. Naja, okay, dann tankt der halt eine Runde. Ich habe kein Ziel. Was kann Tobi auch jetzt einfach auf Klo gehen, während wir hier im Dings in den Stunts rumhängen? Der hat umgeskillt, der ist jetzt tankt. Ich brauche ein Ziel. Verängstigt, lol, wo die gestorben sind. Warum habe ich Schaden bekommen? Von was? Vor allem. Oh, die sind Schweizer. Swiss Prime Gaming. Ein Landsmann von euch. Hä? Wer, was, wo? Hier, der Heiler ist von einer Schweizer Swiss Prime Gaming. Swiss Prime Gaming. Was hast du denn da für einen schönen Hut als Transmog? Von Pandaria. Ah, okay. Mit dem passenden Schultern, wenn es richtig ist. Stimmt. Nur die Brust ist wieder mal eine andere, ne? Welcher Pandaria-Teil ist das denn? Also die hatte ich noch gar nicht, glaube ich. Ich habe nur hier den aus Pandaria, diesen komischen... Ja, den habe ich auch. Bärtigen Helm. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Kannst du dir gerade nicht sagen. Und mein Lieblingsbogen aus ICC noch. Das sieht nach Dings aus, sag mal eben, den Mogushan-Palast, würde ich sagen, dass das daher ist. Okay. Den Bogen habe ich damals hart gefarmt, zu ICC-Zeiten noch. Den gab es bei der Instanz mit dem mit dem Lich King, als der da rausgekommen ist vom. Als er durch diesen Spießruten und den bösartigen Gladiators. PvP. Ach so, ja. PvP. Okay. Was habe ich verpasst? Habe ich angemeldet und bin dann gegangen? Yep. Yep. Ich dachte, Chris hat abgelehnt und. Ach, scheiße. Will er sagen. Macht nichts, der Heiler hat getankt. Es ging zwar gerade noch so gut, aber ja, hat geklappt. Der hat umgeskillt auf Tank. Kommt der auf das Sauch geritten? Wo haben wir einen Schweizer da? Jo. So, von der Swiss Prime Gaming Legion, Gilde Clan. Okay. Alter, war ich da schon lange nicht mehr. Aber das war eine geile Ini. Da ist der Boss. Das war echt eine geile Ini. Yep, die habe ich auch gemocht. Vor allem der Erfolg am Ende, der war schwierig zu machen. Erinnert ihr euch noch irgendwas mit dem, wo es irgendwie von euch aufladen lassen?
Ja. Musstest du warten, bis 5 von den aufgeladenen Dinger erschienen. Extrem heilerlastig. Ja. Bockwelle. Ich sehe nichts mehr. Ja, musst auf die Bomben am Boden achten, dann auf deine Schockwellen. Ja, okay, ich werde einfach reingeworfen. Geil, ich erinnere mich. Scheiße. Und irgendjemand wird an die Wand geklatscht. Wurde schon geklatscht. Stark ich ist fast kein Schaden. Ich brauche einfach, sobald es ein magischer ist, habe ich echt Probleme. Weil meine Meisterschaft das nicht abdeckt. Seid vorsichtig! Warum hab ich keine Akro mehr? Doch, das macht er aber immer, der packt sich ja irgendwen und geht dann. Ach, guck an, ich hab schon wieder was für Chris. Aber es gibt verdammt viel Dings. Artefaktmacht finde ich hier in den Instanzen. Das ist übel. Hast du ihre Führung gemacht? Ja. Ich hatte noch kein Leben. Aber okay. Was? Ist egal. Warum heile ich? Kann doch nicht sein, dass ich mich immer am meisten heile. Doch, als Todesritter ist Selbstheilung schon zu krass. Aber mal, Chris, ich wollte eigentlich dir noch was handeln. Okay. Hab ich denn das jetzt? Ich glaube, der Healer hat die Stiefel gekriegt, wenn du das meinst. Ach ja, guck an, ich dachte, egal, ich hab mich geguckt. Das waren noch Zeiten hier auch da, wo wir, keine Ahnung, wo wir noch das Equip hier gefarmt haben. Chris, warst du das, der mit den anderen, mit Lauara und sowas, glaube ich, in als Kataklysm gerade rausgekommen ist? Da gab es ja hier dieses, nicht Thron der vier Winde, sondern die Instanz davon. Und das war so unglaublich unschaffbar, durch diesen scheiß Vortex da mit diesen Magieviechern zu kommen. Wir hatten am ersten Tag von Kataklysm, ein paar Gruppen haben es mehrfach versucht auf normal und haben es einfach nicht geschafft, durch diesen scheiß Vortex, an diesem Vortex da vorbeizukommen, nach dem, ersten Boss, glaube ich. Es war übel. Es war. Was? Alter! Okay. Pizza! Toll. Pizza, Pizza. Schlechter Lieferdienst hier. Ich sehe keine Pizza. Ja, das habe ich die Minute gerade eben schnell gemacht. Pizza gemacht. War heute auch mein Abendessen. Liebe Grüße mal von. Müssen wir weglaufen. Aug, da ist Aug. Bin reingesprungen, sorry. Warum ist das nicht? Was ist denn jetzt los? Achso, ich hab die anderen gepult, deswegen. Einfach Autoshot weitergemacht und der war schon weg. Ah, hier kannst du ja nicht rüberspringen, die Scheiße. Ach ja, Schnappschlund. Bis nur kommt doch der Aug noch, oder? Ja. Da kommen noch, da kommt er schon. Musste man jetzt beide besiegen oder wie war das? Nee. Einfach das Krokodil wegballern, ne? Ja gut, einfach wegballern wahrscheinlich nicht, aber. So in der Art. Das Krokodil ruft ja noch keine Krokodile, den sollte man, glaube ich, ausweichen. Ach ja, stimmt, da war was. Und der dahin, ich habe ihn verlangsamt. Aber musste man die kleinen Krokodile töten? Ja, ne? Ja, wenn es geht. Weil die verfolgen Aber auch ist nicht. Klar. Alter! Hör dich auf da. Danke. Boah, ich erinnere mich sowas von gar nicht mehr da dran. So nur so halbwegs. Ich wollte nur die Kampfmechanik schon gar nicht mehr. Ich genau, den Krokodil. Sorry. Das war, glaube ich, die Zeit, wo ich am meisten die Inis gemacht habe und so. Kataklysen. Ist eigentlich auch Sulgurub in dem Zeitwanderungs jetzt mit? Jetzt nicht, ne. Schade. Bei Sulgurub war, glaube ich, eine andere Zeit. Ne, die haben jetzt so Kataklysen Sulgurub wieder neu aufgesetzt. Ja.
Aha, stimmt, die haben es überarbeitet. Und da gibt's ja auch das Mount drin und zwei Mounts sogar. Tobi, gibst du mir immer Battle Rats, wenn du durch bist? So, wenn ich durch bin, der ist gleich down, da kannst du dann auch normalen Rats bekommen. Wollte ich dir auch gerade sagen. Down. Kriegst du gerade noch einen Gürtel von mir. Okay. Ich werde erlöst. Oh. Ach, Mist, da waren ja noch welche. Totstellen? Totstellen, sie sind wieder weg. Passt auf beim Hochgehen. Jo, dankeschön. Wurde aus eurer Vorlagensammlung entfernt, Mano. Entfernt? Achso, weil du es gehandelt hast? Ja. Mhm. Aber bei Gürteln ist auch nicht so wichtig. Bei einer Waffe? Ich dachte auch zuerst, hey, ich kaufe mir jetzt beim Händler hier so Sachen gegen die Rüstungsmarken und so. Oder gegen Gold und verkaufe es danach wieder an den Händler. Aber nein, da haben die schon dran gedacht, die Schweine. Musst es behalten, bis die 2 Stunden um sind. Für den Umtauschwert. Kannst du auch transmoggen, dann ist es direkt hier. Ach stimmt, okay. Guter Tipp. Guter Tipp. Guter Tipp. Guter Tipp. Guter Tipp, me. Schon ausprobiert. halt nicht. Hier waren wir auch früher öfters mal mit, also wir haben ja auch Kaddi gezogen gehabt in WoW. Ich habe dir heute gesagt, wie viele Leute wieder WoW spielen, sagt auch, ja, interessant wäre es ja, aber sie hat ja keine Zeit und sie weiß dann, wenn sie jetzt anfangen werde, dann würde sie eh davor wieder rumsuchen. Ich habe sie, glaube ich, bei Battle.net noch in der Freundesliste. Ja, ich habe sie im Handy, wir haben heute noch geschrieben. Ihr Freund wohl Markus hat jetzt wohl sich WoW wieder runtergeladen, als wir drüber gesprochen hatten. Markus, der Gildenleiter? Markus Wiese, ihr Freund. Der war auch mal kurz in der Gilde gewesen. Ach, hier konnte uns einer einen Frosch verhandeln, oder? Irgendwie so war das, der da hinten. Der da. Zieh mal her. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Musst du aufpassen, wenn du die rechts ziehst, kann es sein, dass du die links mitziehst. Ja. Ist doch egal. Schaffen wir schon. Es sind auch nur 2. Oder rechts vorbei? Nö. Theoretisch schon. Muss den hinten ranziehen. Genau. War nicht ich. Und Chris. Jetzt habt ihr den. Achso, das sind nur die Töpfewerfer. Die konntest du so weghauen. Genau. Boah. Mit Damage von oben. Schaden, ey. Quark. Genau, die Marktschreier musst du, glaube ich, einfach abschießen. Ach, jetzt haben wir auch noch die Kamele gepult, die armen Dinger. Camels. Julian hat echt Glück, als wir das erste Mal so eine blöde scheiß Statue gefunden hatten in, Namen vergessen, hat er direkt das Kamel daraus gehabt, diese Kamelstatue. Hat er den Titel gekriegt, Kameltreiber, ne? Ja. Beziehungsweise das Witzige ist, ich hatte es bekommen gehabt und wir hatten uns damals mit dem Gildenport dahin gescheatet. Also ich hatte ihn hingeschietet, glaube ich. Er hat die Statue gefunden, ich habe sie dann gesammelt und dann hatte ich ihn hingeportet. Ich habe das Kamel bekommen und dann habe ich es ihm aber gegeben und ich hatte den Erfolg gehabt, glaube ich. Titel Kameltreiber oder so. Ich guck mal. Mhm, genau, Kameltreiber. Nein, wo steckst du sie? Der Borschtipperho und der Bessbräfli. Hinfort, Ungläubige! Ihr seid hier nicht willkommen! Ich kann diesen. Ah, hab ich nicht mehr. Egal. Jedenfalls konnten wir das Mount noch handeln für 2 Stunden. Wobei ich halt mit drin war in dieser Oase. Ach, wie war das mit dem Phönixen? Ich werde den töten. Und dann wird er zum Ei und dann nach ein paar Sekunden kommt er dann, glaube ich, wieder. Ja, aber ist doch... Kannst aber auch Damage drauf machen. Das Ei, dann kommt es nicht mehr raus. Verzögert, aber den kannst du nicht gegen heilen. Also kannst du nicht gegen Damage machen. Komm, mehr Schaden. Totenkopf, verdammt. Oh, ich bin fest. Ich komm nicht raus. Ich auch. Knie nieder.
Und jetzt? Ach so, und da mussten wir jetzt den Phönix da killen, ne? Dass man wieder rauskommt. Komm da nicht mal hin. Hier gab es ja auch einen Erfolg, den Phönix durch das Feuer zu ziehen. Ich weiß das alles gar nicht mehr. Ich auch nicht. Ich habe sie alle geholt, die Kataklysmen-Erfolge. Mir fehlen jetzt, glaube ich, die Pandaria-Erfolge. Ich brauche ein Ziel. Macht mal. Ja, genau, danke. Alter, ich brauche mehr Tempo. Ich komme mir auch seit dem Addon so unglaublich langsam vor. Auch vom Bewegungsspeed her, irgendwie ist das alles extrem langsam geworden. Weil dir fehlt als Jäger halt dieses schnelle Laufen und ja, da. Okay, sollte reichen. Ich hab beinahe jetzt 820. Daniel. Hä? 800 was? 20. Von was? Beine. Beine. Füße. Nee, nicht Füße. Beine. Brüste. Hose. Ich hab auch noch Hose. Oder hä? 820. Was meinst du? Ich komm grad nicht. Hab ich bekommen, ob du brauchen könntest. Ach so, brauch ich. Nee, ich hab eine 820er. Okay. Mit richtigen Stats? Weiß ich nicht. Alle da? Schon. Ach, wir konnten. Na toll, ich habe alles gezündet. Brauchten wir gar nicht. Wir müssen ja erst diese Gammel-Ads killen. Außer wir machen Erfolg. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der ging. Jetzt musstest du. Diener von den Dingen musstest du, glaube ich, 5 Stück haben. Oder nochmal andere? Ich weiß gar nicht mehr. Alter, ich habe meine Eliten schon 66% erhöht. Ah, genau, wir müssen weit auseinander, weil es weiter springt. Ja, vor allem diese Ketten gibt's auch. Ja. Nee, ist klar. Siamat. Hm, ich hab doch eigentlich das Deadly Boss Mod Addon runtergeladen gehabt für Kataklysmen. Egal, zeigt nichts mehr an. Ach so, die Zeitwanderungs-Dungeons zählen wahrscheinlich nicht wirklich als ID für Deadly Boss Mod. Möglich, und vor allem musst du dann gucken, ob das da auch geladen hat. Das lädt meistens nicht alles. Also der, jetzt hat er gut geheilt. Kann man nichts sagen. Ich hab... Das guck mal, wie... Da war ein Schmuckstück drin. Hab ich das jetzt? Das habe ich. Warte mal, das war doch eigentlich ganz cool. Ich hab einen Rücken. Eure Nah- und Distanzangriffe gewähren euch 15 Sekunden lang drei Beweglichkeit und dieser Effekt ist zu 10er stapelbar. Ich frag mich, wie viel der auf 820 110. Macht. 110. Ich sehe es noch, was bei mir noch angezeigt wird. Ich hab noch einen Rücken, wenn jemand brauchen könnte. Hat auch Rücken Stärke hab ich drauf. Sehr, sehr viel. 835. Ritt und Tempo. Drauf. Oh. Ist raus. Also ich würde den Rücken nehmen, wenn Tobi ihn nicht braucht. 35er, ne, brauche ich nicht. 850er. Super, dankeschön. Okay. Soll ich gleich nochmal anmelden? Ja, warum nicht? Ich gehe mal kurz mein Essen holen. Bin gleich zurück. Meld ruhig schon mal an.